Erde, unser faszinierender Heimatplanet. Wie er entstanden ist und wie sich das Leben auf seiner Oberfläche in etwa 2 Milliarden Jahren durch den Ablauf von faszinierenden Materie- und Energiekreisläufen entwickelt hat, ist ein wahres Wunder der Natur. Die Geophysik erforscht die physikalischen Eigenschaften und Prozesse der Erdkruste und des Erdinneren, umfasst aber auch die Physik der Ozeane, der Atmosphäre und der Planeten des Sonnensystems. Sie beschäftigt sich mit einer Reihe großer Fragen, die uns als Gesellschaft betreffen. Wie sichern wir nachhaltig die Verfügbarkeit von Ressourcen und natürlichen Rohstoffen? Wie meistern wir die Umstellung unserer Energieversorgung auf erneuerbare Quellen? Wie lassen sich Naturgefahren erforschen und Georisiken frühestmöglich erkennen? Mit geophysikalischen Methoden sind wir in der Lage, das komplexe System Erde vom Erdkern bis zur Entstehung des Mondes zu verstehen und Antworten auf diese Fragen zu liefern. Die Geophysik verbindet dabei geologische Informationen mit mathematischen und physikalischen Beschreibungen und erforscht die Erde mit den Methoden der Physik. Durch die Messung physikalischer Felder wie dem Schwerefeld oder dem Erdmagnetfeld an der Erdoberfläche und der Durchschallung des Untergrundes mittels seismischer Verfahren und Erdbebenwellen gelingt die Rekonstruktion der Parameter und Prozesse im Erdinneren. Von der Umwelt- und Ingenieursgeophysik bei Baugrunduntersuchungen über die Explorationsgeophysik zu Rohstoffen bis hin zu globalen Untersuchungen zur Plattentektonik und zum Aufbau der Erde deckt die Geophysik alle Tiefenbereiche von der Erdoberfläche bis zum Erdkern ab. In der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft kommen Forscher, Unternehmen und Studierende zusammen. Hier werden neue Erkenntnisse ausgetauscht und Ideen für Anwendung und Forschung entwickelt und vorangetrieben, die anschließend an den über 25 Geophysikinstituten an deutschen Universitäten an den wissenschaftlichen Nachwuchs weitergetragen werden. Die Aufgabe der DGG ist es, die Geophysik in ihrer ganzen Breite zu vertreten. Dafür sind wir als Verein hervorragend aufgestellt, weil wir haben als Mitglieder natürlich aktiv Forschende, wir haben Lehrende, wir haben unseren Nachwuchs, insbesondere die Studierenden, und wir haben viele Firmen, die sich aktiv in der DGG engagieren. Die Aufgabe der DGG ist natürlich, die unterschiedlichen Mitglieder, die wir haben, zusammenzuführen, dem Nachwuchs Möglichkeiten zu eröffnen, sich hier zu vernetzen. Wir sind aber auch natürlich gefordert, an ganz wesentlichen gesellschaftlichen Fragen, denen wir uns gegenübergestellt sehen, mitzuwirken. Aus der Gruppe der 24 Gründungsväter im Jahr 1922 hat sich die DGG als ein großes Netzwerk aktiver Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelt, die sich einmal im Jahr zur größten deutschsprachigen Tagung in der Geophysikfachschaft trifft, um aktuelle Ergebnisse zu präsentieren und neue Entwicklungen zu begleiten und mitzugestalten. Die DGG-Jahrestagung ist seit fast 80 Jahren eine Plattform, wo wir uns treffen, einmal eine Woche im März. Wir haben Vorträge, es gibt Poster-Sessions, aber eben auch Gesellschaftsabende, Mitgliederversammlungen. Und das ist, wenn Sie so wollen, das Jahresfamilientreffen der im deutschsprachigen Raum tätigen Geophysikerinnen und Geophysiker. Was ich in der DGG-Jahrestagung schätze, ist, dass man hier einmal im Jahr einen sehr guten Überblick über aktuelle Forschung kriegt, über die gesamte Bandbreite, was passiert eigentlich so an Forschung in Deutschland, was sind so aktuelle Themen. Wir sind hier, um Kontakte zu knüpfen und wir mögen den wissenschaftlichen Austausch, der hier stattfindet. Ja, wir freuen uns, Leute aus anderen Instituten zu treffen und es werden jedes Jahr ein paar mehr Leute, die man kennt. The professors and the students who came here are the cutting edge of the field. And BGG is a opportunity and it's a live library for us. Ich finde es super, dass ich hier eine Möglichkeit habe, meine Masterarbeit einem Fachpublikum zu präsentieren und dort auch qualitative Kritik zu bekommen. Man kann halt auch über Themen streiten, auch ganz, ganz gut, aber dann am Ende dann auch wieder nochmal am Abend zusammen Bier trinken gehen und dann hat man halt so einen konstruktiven Diskurs da und das finde ich, das schafft die DGG eigentlich sehr gut. Wir sind eine Firma, die als Vertriebspartner für verschiedene Hersteller geophysikalischer Messgeräte in Deutschland arbeitet und wir nutzen die DGG
auch als Plattform, um mit den Wissenschaftlern zu diskutieren, wie die Geräte im Einsatz performen. Und die Ausstellung hier ist ja auch für die Studenten, sich zu informieren über die Arbeitsplatzmöglichkeiten. Es sind Dienstleister hier, es sind Gerätehersteller hier, es sind Vertriebspartner hier und überall das sind potenzielle Arbeitsplätze auch. Das Spannende an der Geophysik ist, dass sie unheimlich breit ist. Man kann von Laborarbeiten bis Ausfahrten mit Schiffen, bis zu Satellitenanalysen, theoretische Modellierung, Feldarbeiten. Es ist der tollste Beruf, den es überhaupt gibt. Oft arbeitet man alleine vor sich hin, aber wenn man doch den Kontakt hat und die Chancen hat, viele Leute zu treffen und sich mit denen auszutauschen, dann bringt das einen in der Forschung voran, aber auch in der Gesellschaft voran. Und das ist, denke ich, die wichtigste Aufgabe der DGG. Meine Damen und Herren, meine Themen wie Endlagerung, Untergrundspeicherung, Energiespeicher, Fracking, Geothermie, um nur einige wenige zu nennen, sind wir gefordert, uns auf eine aktive Beteiligung einzulassen. Wir als Geophysiker müssen Teil der aktuellen Diskussion sein. Wir haben eine Verantwortung, Antworten zu geben. Wir sind es, die mit Antworten beitragen können. Die Arbeit der DGG wirkt auf verschiedene Art und Weise in die Gesellschaft hinein. Durch die Herausgabe wichtiger Veröffentlichungen, die Vergabe wissenschaftlicher Preise, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses oder den regen Austausch mit der Öffentlichkeit zu zukunftsrelevanten Themen kommt der DGG eine Schlüsselrolle zu, um geophysikalisches Wissen für alle nutzbar zu machen. Also wir sind nah an den Menschen dran, obwohl wir weit weg erscheinen. Und dafür ist die DGG super, um das nach außen hin tragen zu können als große Gemeinschaft, die dann zeigt, wir sind hier, wir sind vor Ort und wir tun was für alle, die um uns herum sind, also für die Gesellschaft. Die Arbeit der DGG und der Verein an sich ist relevant, um die Geophysik in Deutschland zu verknüpfen, um das in die Öffentlichkeit zu tragen, um zu zeigen, dass Geophysik ein auch gesellschaftlich relevantes Feld ist, wo nicht Leute in ihrem Elfenbeinturm sitzen und forschen und sich Gedankenexperimente überlegen. Was ich mir für die Zukunft wünsche, dass unsere jungen Mitglieder so weitermachen, wie sie sich jetzt schon engagieren und neue Ideen haben und das Ding dann ganz anders machen, was natürlich viel besser ist als das, was wir in den letzten 100 Jahren gemacht haben.